Kreative Immobilienfinanzierung in den USA. Im Teil 1 hast du gesehen, welche klassischen Finanzierungsformen es gibt, nämlich ganz normale Bankkredite, ob Firmenkredit oder Privatkredit. Hier in Teil 2 schauen wir uns die kreativen Finanzierungsformen an mit wenig oder gar keinem Kapitaleinsatz. Schauen wir uns an. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es rund um das Thema US-Immobilien. Ich bin selbst Investor und lebe hier an der Ostküste der USA in Philadelphia. Auf meinem Kanal bekommst du sozusagen Investoren-Know-how aus erster Hand. Im ersten Teil haben wir uns angeschaut, was es für klassische Finanzierungsformen gibt, nämlich Bankkredite als Privatperson oder als Unternehmen. Hier im zweiten Teil lernst du kreative Finanzierungsmöglichkeiten kennen. Beispielsweise, wenig Leute haben Eigenkapital. Und wenn man kein Eigenkapital hat, dann muss man sich was überlegen. Hinzu kommt noch der Credit Score, der ist enorm wichtig hier in den USA. Wenn man zum Beispiel als europäischer Investor nicht in den USA lebt oder nie hier gelebt hat, hat man keinen Credit Score. Kein Credit Score ist hier gleichzusetzen mit einem ganz, ganz schlechten Credit Score. Da kann man eine Million auf der Bank haben, interessiert die Bank nicht. Wenn der Credit Score nicht stimmt, gibt es keinen Kredit. Und wenn er vielleicht schlecht ist, gibt es ganz miese Zinsen. Also da muss man aufpassen. Und da sollte man versuchen, eben dann die kreativen Finanzierungsformen zu wählen, um Immobilien zu kaufen, wenn es möglich ist. Die Finanzierungsmethoden und Varianten, die ich dir hier vorstelle, haben durchaus ihre Berechtigung, auch wenn sie für europäische oder besonders deutsche Ohren sehr suspekt klingen. Sie funktionieren, sie sind im Einsatz, sie sind verbreitet. Schauen wir sie uns an. Hard Money Loans. Hard Money Loans, hartes Geld. Auch wenn du dir bei dem Begriff Hard Money Loans jetzt die Sopranos und ihre Schlägertypen vorstellst, ist das in der Realität eigentlich gar nicht so. Hard Money Loans gibt es nicht von Banken, sondern von privaten Finanzfirmen oder auch von Privatleuten. Hard Money Loans sind für die Kreditgeber und die Nehmer ein spannendes Geschäft und haben natürlich ihre Berechtigung. Bei Hard Money Loans konzentriert sich der Geldgeber, also der Lender, weniger auf den Kreditnehmer, wie das bei den Banken üblich ist, sondern eher so auf das Objekt. Das heißt, die Banken, die gucken ja eher auf euren Credit Score oder eben auf den Kreditnehmer. Die Hard Money Lender, also diese Privatfirmen oder Privatleute, die gucken eher auf das Objekt, lohnt sich das, dieses Objekt zu finanzieren. Und deswegen ist denen der Credit Score vom Kreditnehmer eigentlich auch gar nicht so wichtig, sondern die konzentrieren sich, wie gesagt, auf das Objekt, um das es geht. Nützlich ist ein Hard Money Loan, wenn du ein Objekt kaufen möchtest, dir Liquidität für diesen Kauf zum Beispiel fehlt und du das mit dem Ziel kaufst, es entweder zu flippen, das heißt wieder weiter zu verkaufen, oder du willst es refinanzieren nach 1 bis 3 Jahren, weil das ist genau die Laufzeit von diesen Hard Money Loans. Die Banken hier erfordern ein sogenanntes Seasoning, bevor sie dir ein Haus refinanzieren. Und dieses Seasoning, um diese Zeit zu überbrücken, genau dafür sind die Hard Money Loans. Also ein tolles Tool, um kurzfristig Liquidität zu erzeugen. Aber Hard Money Loans erfordern Eigenkapital. Hard Money Loan Länder, also diese privaten Geldgeber, die erfordern meistens 30-50% Eigenkapital. Das heißt, das ist nichts für Leute mit wenig Eigenkapital, sondern hier musst du Eigenkapital mitbringen und die geben dir einen Kredit, wenn dir die Bank zum Beispiel keinen mehr gibt. Zinsen, das ist natürlich da, wo wieder der Soprano-Effekt ins Spiel kommt. Zinsen bei diesen Loans oder bei diesen Kreditformen sind so um die 15%. Das heißt, du kriegst 15% kurzfristig Liquidität, auch wenn du einen schlechten Score hast. Und dafür erwarten sie von dir, dass du 30-50% Eigenkapital mitbringst und dass das Objekt, was du kaufen möchtest, auch ein Objekt ist, mit dem die am Ende arbeiten könnten, falls du deinen Kredit nicht mehr bezahlen kannst. Das heißt, der Kreditgeber, also der Hard Money Lender, wird als Eigentümer auf dieses Haus eingetragen, also als weiterer Berechtigter in erster Instanz natürlich, du kommst danach. Wenn du deine Kreditraten nicht mehr bezahlen kannst und der Kredit halt ausfällt für den Geldgeber, dann gehört ihm das Haus. Und deswegen schauen die auch mehr auf das Haus als auf den Kreditnehmer. Diese Hard Money Loans dienen vielen Hausflippern zur Zwischenfinanzierung und zur Überbrückung. Von daher sind die eigentlich gar nicht schlecht und haben auch ihre Berechtigung. 15% Zinsen. Kann man so machen, aber hier herrscht ja Vertragsfreiheit. Das heißt, dazu gehören meistens zwei, also einer, der 15% Zins anbietet und einer, der diesen Zins auch annimmt und unterschreibt. Von daher hat seine Berechtigung, kann man so machen, eine Möglichkeit zu finanzieren. Wenn man in diesem aktuellen Marktumfeld Glück hat und einen Verkäufer findet, der nicht direkt Geld braucht, dann kann man den Verkäufer zur Bank machen. Und das ist das sogenannte Seller's Financing. Das heißt, der Verkäufer gibt einem den Kredit
Man bezahlt beispielsweise einfach mehr, weil man keine Bankkosten hat. Man hat keine Regularien einzuhalten wie Credit Score oder Downpayment, also Eigenkapital. Und man kann wirklich alles miteinander verhandeln. Also aus Käufersicht, man braucht wenig Eigenkapital oder gar keins, kann man rein verhandeln. Der Kreditzins ist entsprechend angepasst, das kann man machen, wie man möchte. Und man hat keine Bankkosten. Und aus Verkäufersicht kann man natürlich alle diese Einsparungen, die der Käufer da hat, auf den Preis aufschlagen. Das heißt, der Käufer kann einen höheren Preis bieten für dasselbe Haus. Und das macht Sellers Financing wirklich interessant. Also man hat keine Bankregularien, man hat keine Zeiträume, man hat keine Credit Scores. Also nichts, was einen beschränkt. Das heißt, hier ist völlige Vertragsfreiheit. Man kann machen, was man möchte, da es ja zwischen zwei Vertragsparteien ist. Also ganz einfach. Es kommt einfach darauf an, ob sich beide Parteien einigen wollen und einen Weg finden. Aber wie gesagt, im aktuellen Marktumfeld ist es schwer, jemanden davon zu überzeugen, Sellers Financing zu machen. Denn als Verkäufer, warum soll ich jetzt 30 Jahre warten, um einen höheren Preis zu erzielen, wenn irgendein Verrückter aktuell gerade auch einen viel, viel höheren Preis Cash bietet? Also von daher, Sellers Financing in diesem aggressiven Marktumfeld gibt es gerade eher weniger, glaube ich. Da sind die klassischen Finanzierungsformen schon angebracht. Das heißt, die Leute überzahlen und überzahlen dann mit Kredit. Ganz einfach. Das heißt, Privatkredit, gerade schwierig. Kommen wir zur nächsten Finanzierungsform, Subject to. Subject to heißt im Prinzip nichts weiter als, man steigt in den Kredit, in den bestehenden Kredit des Verkäufers ein. Man übernimmt nicht diesen Kredit an sich, sondern man übernimmt nur die Rate. Also man zahlt indirekt die Rate des Verkäufers. Der Verkäufer zahlt weiterhin seine Rate an die Bank und kriegt das Geld dafür monatlich vom Käufer. Am Kredit selbst ändert sich nichts. Das heißt, es fallen auch keinerlei Bankkosten an, da ja der bestehende Kreditnehmer auch der zukünftige Kreditnehmer ist. Nur er kriegt halt sein Taschengeld für die Rate vom Käufer, also von dir. Also der Käufer kann ohne irgendwelche Bankkosten zu haben den Kredit übernehmen, indirekt übernehmen und weiter bezahlen und hat vielleicht auch noch Vorteile durch diesen Zinssatz vom Verkäufer, weil im schlimmsten Fall hätte der Käufer von der Bank diesen Zinssatz gar nicht bekommen, vielleicht hat er einen schlechten Credit Score oder was auch immer und man steigt direkt ohne Bankkosten ein. Ganz klar der Vorteil als Käufer, wenn man jetzt zum Beispiel aufgrund von einem schlechten Credit Score einen schlechten Zinssatz von der Bank bekommen würde, kann man so direkt den Zinssatz vom Verkäufer übernehmen und steigt in diesen Kredit ein, ohne irgendwelche Bankkosten zu haben. Der Käufer bekommt den Deed, also die Eigentumsurkunde vom Verkäufer, ist somit der Eigentümer vom Haus und nach Abschluss des Kreditvertrages, also nach der Laufzeit oder nachdem der Kredit vollständig getilgt ist, ist er der alleinig eingetragene Eigentümer. Und so lange wird halt der Kredit weiterlaufen im Rahmen oder im Namen des bisherigen Verkäufers und eben auch mit den Konditionen. Kann ein Vorteil für viele Käufer sein. Also von daher auch diese Finanzierungsform ist spannend. Ganz ohne Eigenkapital kommt man aus, indem man zum Beispiel ein anderes Objekt als Sicherheit hinterlegt, als sogenanntes Collateral. Ein Paradebeispiel für genau so einen Hauskauf ist unser Projekthaus Grey Goose. Die Playlist zu Grey Goose, die findest du natürlich hier oben eingeblendet, aber auch den Link dazu findest du unter dem Video in der Beschreibung. Wie lief das ab? Hier haben wir ein anderes Objekt als Sicherheit angegeben, was wir bereits 2019 gekauft und eben mit dieser Bank finanziert haben. Eigentlich war es eine Idee von der Bank, genau dieses Haus als Sicherheit zu nehmen, weil die haben sich die Wertsteigerungen angeschaut und haben gesagt, brauchst kein Eigenkapital mitbringen, reicht uns vollkommen aus. Die gesamte Playlist zu Grey Goose, wie gesagt, findest du in der Beschreibung. Also das Prinzip ist, du kaufst Haus 2 und gibst Haus 1, was du vorher schon finanziert hast, einfach als Sicherheit. Dieser Wertzuwachs war der Bank in diesem Fall genug, sodass wir gar kein Eigenkapital mitbringen mussten. Und das ist ein Idealfall, so kann man seinen eigenen Immobilienbestand hebeln und wieder einsetzen, um den Bestand zu erweitern. Jetzt kann man natürlich einwerfen, oh Lukas, da bist du aber überhebelt und wenn der Wertzuwachs dann einfach nicht da ist, beziehungsweise der Markt einbricht, dann musst du nachbeleihen. Solange du deinen Verpflichtungen nachkommst, das heißt das Haus versichert hältst und deine Bankraten bezahlst, gibt es keine Nachbeleihung. Warum auch? Da kann der Markt auch 50% einbrechen, macht keinen Unterschied für die Bank. Du hast Skin in the Game, das heißt du hast Anteile im Haus und die Wertsteigerung bzw. der Wertverlust interessiert die Bank nicht, solange du eben deine Verpflichtung erfüllst. Von daher kein Problem. Die gesamte Weltwirtschaft basiert auf Schulden und da sind die USA mit ihrem Kreditkartensystem natürlich keine Ausnahme. Also stellt sich die Frage, warum nicht eine Kreditkarte zum Hauskauf einsetzen? Sowas sieht man beispielsweise bei diesen HGTV, also diesen Home and Garden TV Sendungen, wo einfach mal ein paar Hausflipper eine Kreditkarte ausreizen, um einen Hausflip zu kaufen. Das Ganze funktioniert schon, aber hat zwei Nachteile.
Du brauchst einen hervorragenden Credit Score, damit du überhaupt ein Limit bei einer Kreditkartenfirma hast, wo du annähernd dahin kommst, um ein Haus anteilig zu bezahlen. Und zweitens müsstest du diesen Kredit zeitnah, also innerhalb eines Monats beispielsweise, wieder ablösen. Denn sonst schlagen 20 bis vielleicht auch 25% Zinsen zu. Und da macht das Ganze schon keinen Sinn mehr. Aber zugegeben, für eine wirklich kurzfristige Liquiditätsbeschaffung, warum nicht die Kreditkarte nutzen und ein paar Punkte sammeln? Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung, aber die hier gezeigten sind so die gebräuchlichsten und die, die gerade im Markt eigentlich am weitesten verbreitet sind. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, mir ein Like dazulassen. Deine Fragen und Wünsche schreibst du am besten in die Kommentare unter das Video, auch deine Themenwünsche schreibst du am besten genau dahin. Es gibt regelmäßig Updates zu Objekten, die wir gekauft haben, Deal-Analysen und weitere Videos. Und um keins davon zu verpassen, einfach den Kanal abonnieren. Jetzt hast du es geschafft. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.